So, hier bin ich wieder, dieses Mal auf Deutsch. Also, die letzten paar Tage war ich wieder beschäftigt. Also, gestern eigentlich gar nicht, ganz minimal. Und vorgestern, da war es wieder. Und ich habe gedacht, ach, heute wird es vielleicht doch nichts, ne? Daraus, ich habe gedacht. Aber heute ging es richtig wieder los mit dem Schaben. Ganz tief musste ich raus, dass es den Müll rausholen, ne? Und das macht mich wirklich richtig. Exhausted, ich bin ausgelaugt vom Doing This. Und dann danach gebe ich halt dieses Drachenmittelzeug, dieses Drachenblut. Wie ich schon sagte, ich habe es ja schon mal gesagt, also das Ding heißt auf, was weiß ich, was für Sprache das ist, Sangre de Drago, also Drachenblut. Und das ist alkoholfrei, 100% reiner Pflanzensaft aus natürlicher und nachhaltigen Ernte. Besteht, aha, zu 90% aus dem Antioxidanten OPC. Aber was ist mit den anderen 10%? Vielleicht ist das eine Mischung von Alkohol oder ein bisschen gepanscht, ich weiß es nicht. Ich habe die Leute angefragt, angeemailt, aber die haben gesagt, ja, wenn ich halt ein bisschen zu viel drauf getan habe, dann hat es halt angefangen zu brennen an die Finger zum Beispiel. Aber wenn es am Anfang nicht so gebrannt hat, ich verstehe das nicht. Ne? Weil wenn schon eine Schicht drauf ist, dann könnte das, dann müsste es doch anders reagieren. Du gibst eine Schicht von dem Zeichen nochmal drauf, dann sollte man gar keinen Brennen spüren. Okay? Was steht hier noch? Es ist glutenfrei, laktosefrei, ohne Zuckerzusatz. Okay? Premium-Qualität Deutschland. Hergestellt in Deutschland. Ja, genau. Und das kann man ja sehen auf der Homepage, also Homepage, was erzähle ich da? Playlist habe ich gemacht. Ah, hier steht was noch weiteres. Wildsammlung. Okay, Wildsammlung heißt es. Noch so Stempel. Rohkostqualität und es ist vegan. Das kann man auch trinken, hat er gesagt, da in dem Video. Ich habe es probiert, es schmeckt fürchterlich. Es schmeckt sehr trocken. Okay, so was ist neu? Eigentlich wollte ich schon keine Videos vorläufig machen, aber was bleibt nicht übrig, ne? Und das hier sind meine Daumen hier. Die schauen furchtbar aus, als würden sie absterben oder so. Das ist Drachenblut, ne? Schon getrocknetes. Und die beiden Seiten sehen so auch schon ein bisschen aufgekracht ist da oben. Und jedes Mal, wenn ich das hier bearbeite, weil da drunter diese Blisters sind, diese Bläschen. Und ich habe jetzt halt auch herausgefunden, dass diese Bläschen zum Beispiel, wenn deine Leber übervergiftet ist oder so, dann muss man diese Ausleitungen machen, verschiedene Sachen trinken, dies und jenes, ne? Bentonin oder was auch immer. Und wenn die Leber nicht mehr arbeiten kann so richtig gut, dann zeigt sie dir an, indem du Juckreize bekommst. Und Bläschen, schon wieder du. Und Bläschen, ah, ich habe ihn erwischt. Hier irgend so ein Viech. So eine Fliege oder so. Und ja, und es könnte auch sein, dass das diese Bläschen sind. Zum Beispiel, weil die Leber halt hier überfordert ist. An den Knuckles, an den Fingern. Und da sind diese Bläschen darunter, die ich immer wieder aufknirschen tue. Und danach blutet es wie verrückt. Und wenn ich dieses abgetupfert habe, abgewaschen, abgetupfert habe und diese Drachenblut drauf tue, dann brennt es. Ne? Das kann ich noch akzeptieren, aber das brennt dann stundenlang. Und wenn man abends schlafen gehen möchte, meistens passiert es abends, dann ist es unerträglich. Dann schluckt man diese Ibus, als wären sie Bonbons. Deswegen hat mir jetzt endlich die Heilpraktikerin auch gesagt, so Alternativen, was man drauf tun kann. Auch so ein oxidentinisiertes Olivenöl soll auch irgendwie helfen, was auch immer, dringt sehr tief ein, bla bla bla. Und noch eine Art, weil ich halt dieses Schmerzmittel so viele nehme, weil ich habe ja keine andere Wahl. Ne? Die Ärzte, die können oder wollen mir nicht helfen, das hat man ja gesehen, die Dermatologen, wie sie drauf sind, alle Hautärzte, ne? So hat sie mir vorgeschlagen, dass ich mir so eine Art, dieses Zeug ist so eine Art leichtes Morphin, denke ich mal. Ne? Eigentlich ist es, weiß nicht, ob es leicht ist, jedenfalls. Ich habe gelesen, Beipackzettel, dass es ungefähr 2, 3 Stunden dauern kann, bis es anfängt zu wirken. Also wirklich, Ibu geht schneller, ne? Dann kann ich, naja, gut, ich könnte Ibu annehmen und danach das Mittel. Ah, das ist schwierig. Und es lindert die Schmerzen oder eventuell die Schmerzen werden weggehen. Das Zeug kann aber auch abhängig machen. Von mir aus
solange ich keine Schmerzen habe, dann nehme ich eben das Zeug. Ne? Ja, und es hat halt auch dieses Zeug drin, was man in Süßigkeiten reintut, in Saccharose oder sowas. Ne? Ist es das? Weiß ich nicht. Das ist jedenfalls ungesund, aber was soll's. Vielleicht diese Ungesundheit vergiftet vielleicht diese Morgellons, keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich dann noch filmen, dass ich habe an beiden Seiten, habe heute wieder gekratzt, habe ich schon erzählt, ne? Ja, ich habe es vorher in Deutsch, in Englisch gesagt. Und jetzt juckt es da oben rechts. Hier. Ja, ich habe das nicht mehr gezeigt, aber ich habe wirklich, ich bin richtig ausgelaugt von dem Zeug.